Dann kommt zum Abschluss der Segen. Der Gottesdienst endet. Unser Leben mit Gott aber geht weiter, auch im Alltag. Dazu soll Gottes Segen uns helfen. Und wie am Anfang des Gottesdienstes spielt auch hier das Kreuzzeichen eine wichtige Rolle. Diesmal aber macht der Priester es etwas anders. Er spricht der Gemeinde den Segen zu. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne, beschütze und begleite euch alle, der lebendige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Der Priester gibt euch den Segen und ihr nehmt ihn an und macht darum das Kreuzzeichen ganz genauso, wie ihr es sonst macht. Gehet hin in Frieden. Ihr antwortet: Dank sei Gott dem Herrn. Ihr sollt also auch außerhalb der Kirche den Frieden spüren und weitergeben, den Gott für uns will.